Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Jo, wir machen genau hier weiter und zwar bei dem Weg in die Gärten, den wir ja gefunden haben in der letzten Aufnahmesession, wo uns ziemlich starke Schnecken und so entgegenkamen. Und da hinten ist wieder eine Bibliothek, wo wir wahrscheinlich irgendwann hinkommen sollten. Und noch eine Art Gruft. Und ich kapiere immer noch nicht, was es mit diesen Leuchteflecken hier auf sich hat. Bei Dunkelheit können wir noch nicht zaubern. Nein. Damit haben wir das hier geöffnet. Hier ist ein Felsen und hier sind jede Menge giftige Brunnen. Ein paar Gruben, wo es nach unten geht. Da drüben habe ich einen Kelch gesehen. Und ja, da höre ich jemanden latschen. Ich hätte schwören können. Das sah jetzt gerade irgendwie cool und komisch aus, da die Treppe hoch. Ich hätte schwören können, dass ich noch Gegner da drin hatte. Also irgendwelche Schnecken. Die sind aber wohl irgendwie verschwunden. Oder ich hatte das, hab das letzte, den letzten Gegner da noch getötet. Naja. Ja, was es damit auf sich hat, habe ich noch nicht rausgefunden. Da gehen wir mal hier weiter. Das hier ist überhaupt nichts. Okay. Habe ich eine leere Flasche dabei? Müsste ich eine haben? The Poison. Okay. Dahinter ist was, oder? Ach, dahinter ist die Conduit von der anderen Seite. Achtung, Geomantenteams 8 bis 12. Der Angriff auf Amadazia ist früher gekommen, als wir geglaubt haben. Macht euer Personal bereit und bewegt euch umgehend durch Yggdrasil. Stellt sicher, dass Heiler bereit sind für Giftbehandlungen und dass eure Zerstörungsspezialisten oder Zerlegungsspezialisten ihre Zerstörungszauber bereit haben. Ihr müsst den Pfad voraus säubern. Möge das Licht mit euch sein und Torum über uns wachen. Ja, gut. Der Felsen ist massiv. Da könnte man auf jeden Fall durch. Der Felsen ist nicht massiv. Kam das gerade von mir oder? Oh, ach ja. Nein, das bringt nichts. Gut, das wollte ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich weiter hier draufhauen.
um zu gucken, ob ich das wegkriege. Ja, kriege ich weg. Und die Mauer würde ich auch wegkriegen. Gift. Kann ich auch hier nicht benutzen. Und ich sehe, sie hat schon wieder Hunger. Sonst noch jemand? Er hier eigentlich. Was habe ich denn noch an Essen? Nicht mehr viel. Oh, das ist schon kaputt. Ein Secret. Squall of Darkness. Du bist ein Disciple Spell. Disciple Spell, ja. Gut. Hosen für dich nachher. Heilkraut für dich. Lederstiefel und noch ein Shortbow. Müsste dasselbe wie der hier sein, ja. Also ja, den Rest brauchen wir nicht. Stiefel. Fehlen dir welche? Gut. Die Wände bringen nichts. Das kann ich nicht schlagen. Da geht es halt nur noch hier durch, nach da hinten. Und da drüben war noch was, was ich einschlagen könnte. Und mir geht, glaube ich, das Licht langsam wieder aus. Deswegen mache ich erstmal die Mauer, weil ich habe das Gefühl, da sind Pilze dahinter. Oder auch nicht. Was zu essen und habe ich nicht gesagt, ich bräuchte für dich noch einen. Für irgendwen bräuchte ich noch einen Sack, habe ich gesagt. Sie kann mal hier die Wurfsachen reinpacken und ihre Rüstungsteile fürs Erste. So. Und ja, hier höre ich ziemlich lautes Pilz rumgelatsche. Dann schlage ich jetzt mal hier ein. Noch ein Secret. Ja. Ach so, die kann man auch weghauen. Die sehen auch ein bisschen unnatürlich aus, da diese Stalaktiten oder Nieten oder was es auch immer sind. Au, was hat mir jetzt wehgetan? Ein Stein. Wow. Hey Kumpel. Au. Du langst noch ganz was schön ordentlich zu.
Ohohoho, nein. Ich habe einen Wasserungoliath gesehen. Achso, das kann ich nicht hauen. Gut. Das heißt, hier ist ein Secret, wo im Augenblick noch nichts drin ist. Das kann ich auch nicht hauen. Oh, der kommt. Au. Und der macht Schaden. Das heißt, Heilung einschalten. Sylastor ist. Oh, sie ist. Okay, der kann mit seinen Wasserbällen. Wir Probleme machen. Sie ist wieder gefroren. Jetzt ist er gefroren. Nicht nett. Oh, das war meine Lebenspunkte. Oh, da liegt was. Ein Kompass. Der ganz normal funktioniert. Hier liegt nichts versteckt. Da konnten wir nicht lang gehen. Den können wir hauen. Okay. Hi, du. Und ich habe wieder eine Schnecke gehört. Ach nee, das ist ein Schleim. Du bist Feuer. Du bist. Au. Du bist nervig. Und du vergiftest. Das habe ich ganz vergessen. Ich hoffe, hier ist nicht noch mehr Gegnerzeug, als sowieso schon ist. Scroll of Magic Armor. Das ist ein Sapling Spell. Den du allerdings schon hast, dann kriegst du ihn halt nochmal. Ja, wenn sie sowieso schon vergiftet ist, dann kriegt sie auch mal den Trank hier. Und wir machen eine Regeneration, die das Gift gegenheilen sollte. Und schlagen mal den Felsen hier kaputt. Nur um zu sehen, ob hier was versteckt ist. Hat aber bis jetzt nicht so den Schein. Ah, da ist noch einer von denen. Dann machen wir auch den Felsen weg. So. Das war unsere Regeneration. Stave Shielding. Das gucken wir uns gleich an. Komm. Ich kann
Kann ruhig weiter auf die schießen. Ich habe damit keine Probleme. Gerade die Vergiftete treffen.